Und der nächste ist auf der Strecke aus Belgien in Hinter der Nummer 1 der SAP SE. Das ist Edouard Simonet, gespannt Nummer 4. Next car from the goals and fence in obstacle number 1. Well, the number 4 is Edouard Simonet. Und Hinweis Nummer 8, meine Damen und Herren, das Stabak-Hindernis, das Hindernis der Stadtwerke Aachen AG, ist absolviert mit einer guten Zeit von Lorenz Stoppel und Schwunger mit 72,96 Sekunden. Und da ist auch im Ziel der Ungarn. So, das Ergebnis auch für Jiri Nesvacil Junior in Hindernis Nummer 7, zweitbeste Zeit, 75,12 Sekunden. The second best time for Jiri Nesvacil von Czechia, 75,13 in the obstacle number 7. Second best time. The last obstacle for Jiri Nesvacil Junior. Edouard Simonet ist gestartet und jetzt in Hindernis Nummer 2 unterwegs, meine Damen und Herren. Schwarz-Grupp-Hindernis der Belgier. Der ja auch mit dem belgischen Team hier im Nationenpreis, im BRN-Nationenpreis in die Top 3 kommen möchte. Die Belgier ja bei den letzten beiden Championaten immer super, immer Vierte, sitzen den Deutschen wirklich im Nacken. Und Edouard Simonet ist im Hindernis Nummer 2 unterwegs. So, Josef Dobrowitz Senior hat Hindernis Nummer 4 beendet mit 75,17 Sekunden. Obstacle Number 4 für Josef Dobrowitz, 75,17 Seconds. Gerade bei Ihnen am Hindernis 6 Aachener Bank EG eingefahren ist Piotr Mazurek aus Polen. Ja, und wir müssen natürlich auf unseren neuen, frisch gewaschenen deutschen Meister schauen, der in Riesenbeck vor wenigen Wochen Gold holte und der natürlich allerbeste Erinnerungen an Aachen hat. Die Rede ist von Michi Brauchle, Sie wissen es, meine Damen und Herren. Er ist jetzt im ersten Hindernis unterwegs, SAP-SE-Komplex. Michi Brauchle wurde ja hier in Aachen Europameister durch einen grandiosen Marathon, konnte den Marathon in Aachen auch in dem Jahr 2008, 11 und 8. In Hindernis Nummer 2, im Hindernis der Schwarzgrupp unterwegs, nur Michi Brauchle aus Deutschland und während Edouard Simonet im Hindernis Nummer 3, Tageschalang, so langsam zum Ende. Ihre Weltmeisterschaft feiern. Vierte Zeit von Josef Dobrowitz in Hindernis Nummer 6 Aachener Bank EG. Du hast gerade von Bitburg erzählt. 74,36 Sekunden, 74,36 Sekunden. Hochbestfall von Josef Dobrowitz von Hungary. Dann gibt es eine Zeit von Anthony Orte aus dem ersten Hindernis. Die haben wir schon. Ist gerade im zweiten Hindernis unterwegs, im Hindernis der Schwarzgruppe und Edouard Simonet. In den Hindernis 4, denn Aachen geht. Ja, übrigens, wenn wir einmal so auf den Zwischenstand bis jetzt schauen, hat die Führung Georg von Stein nach den ersten beiden Teilprüfungen mit 128,74 aus dem Marathon, im Total 186,18 also von allen besteigenden Staffeln der Schwarzgruppe. Ja, und auf den Fähren, und das ist ganz bezeichnend, ist nun ein Belgier, Dries Buchrieb, Zweiter im Marathon, Zweiter in der Kombi.